Bist du ohne dein Minibike losgefahren? Nein, aber jetzt bin ich weiter weggelaufen. Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Seven Days to Die, die Gefährten mit Schnitzel, Kixel, Run und Odin, das bin ich. Hallöchen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo. Abend. Und, ja, wenn es meine Folge wäre, würdet ihr hören, dass wir schon wieder eine Hundehorde haben. Wuff. Läuft. Ja, läuft. Ja. Wulf. 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 Läuft. Wulf. Bran ist immer noch deprimiert, weil er sein Minibag verloren hat. Naja. Ich kloppe immer noch ein paar Zombies nieder und, Kann man auch nur sein Minibike verlieren, also? Ich versteh's auch nicht. Ja, Kixel, dass du sowas nicht verstehen kannst, das ist mir klar. Oh, das war sogar ein Wolf, oder? Wolf? 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 Nee. Ich geh nach Hause. Nee, war tatsächlich ein Haufen Hunde. Ich zerlege gerade noch ein Autolein und fahre nochmal weiter in die kleine in das Städelein, was ich da so entdeckt habe, um das zu markieren. Ich bin zufälligerweise auf den Schatz stoßen. Hast du Ressourcensteine im Gebiet drin liegen? Sag den doch erstmal. Ja, wenn du einen Ressourcenstein da liegen hast, sag doch erstmal den Ressourcenstein im Gebiet. Vielleicht ist der Schatz da drunter, wie bei mir. Oh shit. Bis jetzt habe ich noch keinen in dem Gebiet, wo es mir angezeigt wird. Na dann. Schade. So, weiter geht's. Ich habe aber auch noch nicht alles abgesteckt. Ja, dann auch schade. So. Also Engine habe ich auch noch mal eine, aber die können wir notfalls anderweitig ja noch verwenden. Für einen Mixer zum Beispiel. Doch, da haben wir noch ganz viele von. Engines? Ja. So viele Engines hatten wir noch gar nicht gehabt. Gut, eine. Ich hoffe, es gibt mehr. Aber wir haben auch einen Batterien. So, die kleine Stadt ist gar nicht so klein. Schreier, was ist denn da los? Ziemlich weit auseinandergezogen. Oh, da ist so eine kleine Fabrik. Da haben wir noch Hochhalte, die ist ziemlich weit auseinandergezogen. Ich fahre da mal kurz durch, um die mal ein bisschen weiter aufzudecken, beziehungsweise mal zu gucken, was wir da vielleicht so haben könnten. Da ist, glaube ich, auch eine Baustelle, die interessant sein könnte. Was haben wir denn da noch? Boah, Run! Wir hatten, oh. Bei dir hört man einfach übers Mikro alles Mögliche gerade. Also keine Rückkopplung, sondern wenn du irgendwie Tastatur drückst oder so. Ah, kann sein. Ich bin etwas gefrustet immer noch wegen dem Bike. Ich versuche die Tasten sanft und vorsichtig zu Ja, ist das okay? Okay. Gut. Extra für dich. So, ich share mit euch mal den Marker. Hier ist noch, wie gesagt, eine Stadt. Crackerbook, Working Stiff Tools haben wir hier. Wassertürme ohne Ende. Juhu! Oh, was sind das? Das sind. Da gucke ich mal schnell. Der Wasserturm ist ein Wasserturm, da gibt es keine Unterschiede. Nee, Quatsch. Ich will da bloß mal was gucken. Ach nee, ist doch einfach nur ein Schuppen. Falsche Richtung. Ich dachte jetzt, vielleicht ist das so ein Bunker, nur ein bisschen anders verpackt, aber ich habe halt hier in der Alpha 16 bisher verpackt, nicht verpackt. Ich habe halt hier in der Alpha 16 bisher noch keinen Bunker gesehen.
Nee. Überhaupt ja, keine. Die gibt's aber. Die obligatorischen Brunnenbunker gibt's immer noch und es gibt auch noch andere. Ich habe bisher noch, wie gesagt, überhaupt keine gesehen. Also diese Stadt zieht sich echt sehr weit. Wir sind auch überall, geht sogar ein Stück weit ins Zerstörte rein. Also verbrannt, zerstörtes Biom. Autos haben wir hier massig. Ne, das ist so ein Schrottplatz, ist das hier, wo der Kran steht, okay. Gut, die Straße hier hat wohl auch schon mal bessere Tage gesehen. Okay. Einen letzten Versuch gehe ich nochmal starten, ja. So, jetzt mache ich mich dann aber mal so langsam auf den Rückweg. Weil ich habe ja auch noch einen Schatz auszugraben dann. Dann mach das mal. Ja, der ist aber bei der Schneestadt. Ja, ja. Also ich fahre jetzt erstmal... Leute, sind alle Schätze jagen. Zurück zu... Nein, ich fahre jetzt erstmal zurück. Ja, ich will nur wieder den Klappstuhl ausgraben. Die Shoshonen geben Rauchzeichen. Und was schreiben sie? Sie haben den Klappstuhl ausgegraben. Wohin fährt der Schnitzel zurück? Nach Hause. Nach Hause. Nach Hause telefonieren. Bitte beeilen. Warum? Schnitzel nach Hause telefonieren. Ja, ich bin gerade so ein bisschen heimwerklich. Heimwerker? Ja, es macht mir bei dir eigentlich jetzt überhaupt keine Angst. Sicher? Naja, eigentlich schon. Garage ist fertig. Tiefgarage. Brauche ich dafür eine Chipkarte, um reinzufahren? Ah, oh ja, ein Transponder. Okay. Gut. Die kannst du aber nur finden. Ja, verdammt, den muss ich ja noch looten. Ja, dann gehe ich zurück in die Stadt. Bis in 3 Wochen dann. So, da geht's lang. Hoffe ich. Da ist einfach ein Wüste, ein Berg und auf dem Berg obendrauf in der Wüste liegt Schnee. Ja, da ist die Höhe erreicht. Verrückt. Verrückt diese Welt. Ja, sie ist verrückt. Und ich bin froh, dass wir endlich Minibikes haben im Übrigen. Apropos, wo steht man's überhaupt? Ich mach schon mal 3 neue. Ja, genau. Bau mal neue. Also ich habe auch nochmal, wie gesagt, Motoren. Aber die sind jetzt nicht ganz so prall. Einer, den hatte ich vorher in dem Minibike, was ich jetzt gerade habe. Den habe ich aber inzwischen ja ausgetauscht, weil ich einen leicht besseren bekommen habe. Hui, ein Flummi-Minibike habe ich im Übrigen, wollte ich bloß mal gesagt haben. Sehr gut. Hm? Sehr gut. Ich bin gerade schön im Berg. Minibike. Ja, das ist wahrscheinlich da, wo Run Science auch ist. Weg. An einem besseren Ort. Ja, möglicherweise. Im Motorradhimmel. Ja, im Motorradhimmel. Im Motorradhimmel. Das ist es, wenn du noch 30 Mal außen rumfahren musst, weil du währenddessen angerufen wirst, siehst noch, wie die Zombies auf dich zu marschieren, du einfach nur die W-Taste hältst, damit du immer weiter wegfährst. Da bist du ohne dein Minibike losgefahren. Nein, aber jetzt bin ich weiter weggelaufen. Ah, Scheiße. Max hat gerade Kopfkino. Ja, ein bisschen.
hast du. Kix rennt über die Map. Der sagt, scheiße, ich hab was vergessen. Ich muss bald tanken. Oh Gott, geil. Oh, herrlich. Hydraulikflüssigkeit muss abgelassen werden. Wir rotten easy über Berg und Tal. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungspfahl. Ringel, dingel, dingel, dingel. Ein Hart wie ein Rocker. Ach, das war noch Zeiten. Der allererste Teil von Werner Beinhardt. Ja, das war. Das war ein guter Film. Ja, früher. Da können sich die Jungen von heute ja gar nicht mehr dran erinnern. Stimmt. Die kennen das ja gar nicht mehr, die guten Filme. Ja, Max weiß gar nicht, von was wir sprechen. Na klar. So, wo ist die Garage? Ja, die ist gerade, wie gesagt, ne, Transponder und so. Wartest du noch ganz, ganz kurz? Nee. Doch, 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 ist nicht ganz, ganz, ganz kurz. Dann bin ich hier final fertig. Eckart, hallo. Ich bin ins Parkhaus gefahren. Kann man da doch einstehen. So. Ich höre sie. Wo ist denn das Parkhaus? Na, hier oben. Kixel, hast du dein Minibike schon wieder? Ja. Runner, okay. Hast du deins wieder? Ja. Es stand auf einmal wieder an der Stelle. Ich komme! Fertig, Meister. What the fuck? Mal eben gucken hier, wo ist er denn? Nee, da ist doch keine Garage, Leute. Ich hab mich verfahren. Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte die Störung. Falte Base. Hey! Schaut immer noch so aus. Das Minibike ist echt da oben. Du hast es da oben geparkt? Oder hast es da hingetragen oder was? Ja, natürlich. Ich habe den ganzen Loot habe ich raus. Abgebaut. Und dann habe ich es abgebaut und wieder aufgebaut. Ich kaufe das nicht ab. Okay, jetzt habe ich das dreimal gemacht und es schaut immer noch so. Ach so. Max verlegt gerade Laminat. Max, Moment, warte, Moment, einen kleinen Moment, ich helfe dir. Warte, stopp! Habe ich gesagt. What the? Hola! Achso. Okay. Das, ja. Dann, ne? Läuft. Und das hier. Du müsstest einmal kurz die Werkbank aufnehmen. Jetzt müsste ich einfach nicht zu Hause. Und schon machen die Kinder hier. Ich müsste jetzt erstmal als allererstes. Ich auch. Mich entleeren. Also, mein Rucksack. Ja, das geht jetzt noch viel schneller. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wo es hinkommt. Vorher war es so einfach. Ja. Jetzt klicke ich auf das Schild und da passiert nichts. Du sollst ja nicht aufs Schild klicken. Ja, muss einen tiefer klicken. Muss wir sind doch keine Schildbürger. Ha. Sind wir nicht? Nein. Händler, da unten. Mech und Tech. Wenigstens ein, was haben wir aus der Alpha 15 übernommen? Ja. Mech und Tech. Moment. Da. Hin. Was? Man hätte auch draufschreiben können, den ganzen anderen Scheiß. Ich hatte erst Krimskrams dran stehen, aber das gefiel mir dann nicht. Ja, so anspruchsvoll bist du auch noch. Ja, freilich. Ja. Und für das andere fehlt mir noch ein Buch. Ich schon ein Haufenbuch gelesen, Herr Max. Na, ich bin bis jetzt unten gewesen. Dann lese es und baue das Hopfen an. Das Hopfen. Ich will Bier. Das Hopfen. Haben wir den Hopfen zusammen? Ja, 6 Stück. Okay, dann reiße ich da irgendwie ein paar andere Blumen raus für.
Ich hab da eine Kartoffel! Da ist doch Hasting Empowering. Oh, jetzt hab ich's gescrapped. Wen hast du gescrapped? Das Buch. So, was brauchen wir am wenigsten? Kaffee hier, Kaffee raus. Kaffee brauchen wir nicht, komm. Kriegst sogar die Samen wieder, ist ja toll. So. Ob ich das da raufgetragen habe und wieder zusammengesetzt habe, also run, ne? Ja, das ist ungefähr so gut wie was ich passiert, wenn man den Lichtschalter drückt. Also ich bin hochgefahren! Ich auch? War gar nicht so schwer. Ich wusste, ich hätte die Woodframes wegnehmen sollen. Ja, dann wäre es schwieriger geworden. Ich habe 7 Fertilizer, wo soll ich das hinpacken? Landwirtschaft wahrscheinlich, ne? Ja. Ui, 19. Das hat sich gelohnt. Waffenteile, Munition, da komme ich aber nicht dran. Weil Schnitzel immer da drin ist, wo ich auch rein möchte. Das ist Quatsch, ich bin bei den Waffen drin gewesen jetzt. Naja, jetzt habe ich es auch festgestellt. Es waren viele meinerseits. So, Max, dann nehme ich mal kurz die Workbench wieder weg. Ja, oder kann ich meine restlichen 2 Laminate, die ich noch habe, verlegen. Ja, verleg das Laminat. Werkzeuge. Haben wir noch ein schönes Tapetenmuster für die Wände? Ja, da brauche ich noch erst ein anderes Buch für. Also ich muss da noch eine Fortbildung für machen. Gut. Ich frage am besten gar nicht, wie es ganz unten im Keller ausschaut. Na, da ist es noch ganz gut. Gut. Aber ich habe sogar eine Decke eingesetzt, also. Ah ja, so. Ja, Max, dann könntest du ja vielleicht, wenn du nach unten gehen... Ach du bist oben. Okay, alles gut. Wenn du nach unten gehst, irgendwann, dann könntest du vielleicht Folgendes tun. Nämlich die Sachen zum Einschmelzen mitnehmen. Achso, ja, Freddy. So, meine Damen und Herren, und ich werde nun erstmal noch eine Kiste. Was ist das für eine Kiste da hinten? Ja. Ach, da sind die. Ah, okay. Ersatzteile. Ja, gut, okay. Tut mir leid. Muss ich das jetzt auch noch beschriften oder was? Nein, ist schon gut. So, diesen Padlock brauchen wir doch nicht, oder? Nee. Dann tun wir den dann auch zum Schmelzen. Halt. So, oh. Dann mache ich da mal schnell eine Kiste. Zum Schmelzen? Nein, nicht zum Schmelzen. Aber du musst zum Schmelzen. Warum ist der Schmelzkram in der Ressourcenkiste? Ja, weil ich dafür keine andere Kiste habe bis jetzt. Also ich nehme ja dann. Nimm die hier, die Müllkiste dafür. Okay. Oh. So, ich baue mir da mal schnell eine Kiste hin. Die brauche ich da jetzt mal. Na, Schnitzel, kommst du mit dem Motorrad wieder rausgefahren oder fällst du dann runter? Komm, ja, wieder rausgefahren, aber jetzt nicht, weil jetzt habe ich was anderes zu tun. Okay. Ja. Die neuen Motorräder sind schon im Game. Ja. Ich hab das ist gerade eins vorbeigefahren. Ich habe das Gefühl, Kix ist angekommen auf seinem Gaul. Ja, wollte ich auch gerade sagen, das ist irgendein Pferd angehört. Oder er hat einen Pressluftflammer gefunden. Ja, das ist möglich. So, jetzt wo ich auch versuche, auf Fleisch bin, ne? Jetzt finde ich keine Tiere. Vorhin waren es, ich glaube, zurück, wo du gerade einen Haufen Tiere gefunden hast. Du wirst wieder despawnen. Aber meine... ganz ehrlich, ich habe nicht ein einziges gesehen, als ich unterwegs war. Und die Uhrzeit ist sowieso immer gut, die schlafen jetzt gleich alle. Dann backen die unter die Erde und legen sich hin, dann sind die mal zu sehen. Meinst du? Vermute ich mal, ne?
Es ist potenziell möglich, also nicht ausgeschlossen. Oh, das war eine schöne Straße hier. Mit dem Haus. War das schon? Nö. Da war noch gar nicht. Oh, ich habe einen Händler gefunden. Nur nicht, ob du den gefunden hast, das sei dahingestellt. Vielleicht war der auch vorher schon da. Aber wie ausgemessen! Pistolenteile, wenn man alle Pistolen zerlegt hat, ne? Sind einfach mal dezent exakt eine Kiste voll. Ja, perfekt. Also ich hoffe, ich habe da jetzt keine Teile vergessen. Ich gucke nochmal nach, aber... Nee. Alles da. Komplette Waffen. Auch keine Pistolen mehr. Passt. Gut. Pistole. Wer von euch nutzt eine Pistole? Ich. Macht eins. Noch jemand? Jetzt nicht. Nicht. Grundsätzlich würdest du eine Pistole nutzen, weil es geht darum, ich wähle die Teile auf. So, die Frage ist, ist dahin gerichtet? Mach mal eine mit für Horden oder sowas auch. Okay. Ja. Okay, also vier Pistolen dann. Okay. Ja. Dann werde ich das mal tun. Ich glaube, den Händler hier kennt ihr schon. Tatsächlich, ja, das ist der, den ich vorhin geschert habe. Gut, dass ich die Schere nicht angenommen habe. Dann habe ich gedacht, ich habe ihn für mich entdeckt, weißt du? Na gut. Das hast du dir so gedacht, hä? Jo. Hab ich. Ja. Run. Mhm. Das klingt nur so schön. Okay. Oh, oh, oh. Schön da bleiben, mein Freund. Da glitschte mein Minibike nach vorne. Oh, da haben wir es ja schon wieder Nacht. Ja, gute Nacht. Ja, was denkst du denn? Ist ja unfassbar. Meine Damen und Herren, heute gibt es bei mir nichts weiteres als Aufwertung. Weil das schleppen wir auch schon viel zu lange mit uns rum. Das wäre mal... Da endlich noch am Schatz. Ja, ja, ich grab noch weiter hier fröhlich vor mich hin. Ich suche immer noch den Klappstuhl. Ja. Ob du den noch findest? Ja, ich glaube, wahrscheinlich nicht mehr heute. Wie meinst du das? Gar nicht. Ich habe nur gesagt, ich habe noch eine Stunde 45 Minuten Zeit. Kann der Keks eigentlich schon einen Concrete-Mixer herstellen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich habe Skill schon lange nicht mehr angeguckt. Okay. Ja, müsst ihr immer wieder machen, glaube ich. Skills angucken und so. Mache ich dann mit den nächsten 1-2 Leveln. Oh. Und ich könnte auch mal wieder was zu essen vertragen. Mir fehlte noch eine Punkt in die Mining Tools. So, ist ja schnell gemacht. Ich wollte es gerade sagen, ich grab ja eh schon wie bekloppt da gerade. Ich muss ja, glaube ich, auf Mining Tools gehen. Ja, unter anderem. Aber dann kann ich. Ernsthaft. Ja, dann kann er. Ernsthaft. Also jetzt habe ich nur noch 1,5 Stunden knapp. Schatz heute noch zu finden. Du kannst jetzt tatsächlich nur, also dein Level angepasst, aufwerten zum Beispiel bis 350. Ja, ja. What the fuck?
Naja, deshalb sagte ich ja letztens, wer hat den höheren Gunsmithing Skill? Ich bin bei 5 von 10. Ja, da sind wir beide gleich. Naja. Wir haben das gleiche Level. Das heißt, deswegen mache ich es ja jetzt, sonst hätte ich es ja gar nicht gemacht. Ich prügel mich draußen derweil so ein bisschen. Ja, ich höre es. Ja, man hört's. Ja, das Tastatur und so. Wer ist da jetzt in der Workbench drin? Ja, du kannst da schon wieder ran, mein Mann! Lasst das Minibike-Licht an, wenn ihr vom Minibike in der Nacht absteigt. Das ist einfacher zu finden. Ja, das ist richtig. Werde ich jetzt aber in Zukunft. Scheiße! Ja, das ist richtig. Ja. Ja, meine Damen und Herren, hier sehen Sie einen Schnitzel, der ein großer Sascha-Grommel-Fan ist. Oh, ja, das ist richtig. Der Typ ist aber unglaublich gut, ey, ganz ehrlich. Ja. Ja, das ist richtig. Sie haben ein Buch geschrieben. Ja, das ist richtig. Im Dienst der Wissenschaft. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. So, gut, dann würde ich mal sagen, ich baue mal Waffen zusammen. Oh. Run, run! Ja, kriegt das hier mit, oder was? Es wird immer lauter. Kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Ich pack das Mikro gleich weg. Ich würde sagen, auch, es ist soweit. Schauen Sie, machen wir schon wieder rein. Feierabend. Ich glaube schon. Hä? Machen wir Feierabend für diese Folge? Machen wir Feierabend. Okay. Machen wir Feierabend. So ist besser, glaube ich, jetzt, ne? Okay. Ja, machen wir Feierabend. Mach doch Feierabend. Okay, machen wir Feierabend. Ich mach Feierabend. Ich bin dran. Machen wir Feierabend. Die Leute wollen es so. Also, ihr wahrscheinlich nicht, aber wir schon. Wir sehen uns wieder am Freitag, Samstag, Sonntag. Was denn du? Am Sonntag. Am Sonntag sehen wir uns wieder. Genau. Heute ist ja schon wieder Freitag. Jo. Und dann baut der Schnitzel weiter Waffen, der Kixel buddelt weiter nach einem Schatz und der Run, der prügelt sich weiter mit Zombies und macht dabei Krach. Genau. Lach mache ich auch. Aber Lach. Nur wie ein Krach. Lach und Zach-Geschichten. Gut, Rinjaun. Wiederschauen. Servus.